Leute, ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, denn jeder redet gerade davon. Fortnite hat den Arena-Modus entfernt und durch den Ranked-Modus ersetzt. Und ich dachte mir, passend dazu werde ich heute einen Schwitzer belohnen. Denn ich werde heute in eine Solo-Runde gehen, mitbauen, mich direkt am Anfang killen lassen und dann dem Gegner zuschauen, der mich gekillt hat. Wenn der dann 5 Kills macht und den epischen Sieg holt, dann bekommt er von mir 2800 V-Bucks. Leute, ich sag euch eins, es wird heute ultra krass. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal in eine Runde. Let's go. Ich würde sagen, wir springen direkt aus dem Bus heraus. Und Leute, es könnte sein, dass wir heute einen zukünftigen Unreal-Spieler treffen werden. Was ein Unreal-Spieler ist, wisst ihr nicht, Leute? Ganz easy. Ihr wisst ja, in Arena ist die höchste Stufe Champion. Und das gibt es jetzt nicht mehr, weil es Arena ja auch nicht mehr gibt. Die höchste Stufe im Ranked-Mode ist nach Champion. Und zwar Unreal. Und es könnte halt wirklich, wirklich sein, dass einer von diesen ganzen Spielern ein Unreal-Spieler sein wird. Weil die halt extrem gut sind. Ich werde mich jetzt einfach mal hier hinstellen. Einfach mal nichts tun. Und mal gucken, was heute hier passieren wird. Vielleicht gewinnt ja jemand hier die V-Bucks und er wird sich sehr freuen, Leute. Ich stehe hier jetzt einfach mal als Renegade Raider, mach hier mal gar nichts. Da vorne ist einer. Spitzhackt hier komischerweise die Truhe. Mr. Marshmallow, alles gut bei dir? Das wird definitiv kein Unreal-Spieler. Dein Aim ist auch nicht so gut, aber er hat mich geholt und ihm schauen wir jetzt zu. Und wenn er die 5 Kills macht und den epischen holt, das war's dann mal wieder komplett. Das war's dann mal wieder komplett. Wir schauen einer Ruby zu und so schnell kann's gehen. Jetzt bekommt der Ruby-Skin hier die Chance auf die V-Bucks. Ich hoffe natürlich, der Gewinner nimmt meine Freundschaftsanfrage an, sonst wird das hier nichts mehr. Und ich hoffe auch nicht, dass durch den neuen Rank-Mode es wieder so krass viele Schwitzer geben wird. Aber mal gucken, Ruby. Ruby gegen den Skifahrer-Skin. Ruby... Ich wollte gerade sagen, Ruby hat gute Karten, aber nein. Schauen wir jetzt hier einem deutschen Schwitzer zu. Er hat den deutschen Skifahrer-Skin am Start. Leute, ich kann kaum mehr reden, Alter. Ich bin nervös, bin ich euch ehrlich. Digga, was ist da gerade passiert? Digga, ich sag's euch. Durch den neuen Ranked-Mode wird sich alles verändern. So werden die Lobbys immer aussehen. Da kommt einer mit der Heavy-Sniper. Bam, ist in der Box drin. Aber er hat ihn trotzdem geholt. 2 Kills hat der Kandidat jetzt schon gemacht. 3 Kills fehlen ihm also noch. In Anvil Square werden wahrscheinlich noch viele Gegner übrig sein. Er könnte theoretisch jetzt schon die 3 Kills machen und dann halt bis zum Ende campen. Was sind das hier alles für Sounds? Holy moly. Guck mal, guck mal. Der checkt gar nichts. Und er hat ja komplett Aimbot. Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Das war ja komplett Aimbot. Ich glaube, die 5 Kills packt er easy. Und er sieht auch sehr, sehr gut aus. Von seinem Skill-Level her. Da oben ist auf jeden Fall ein Gegner. Er lädt die Heavy-Sniper nach. Weiß aber nicht, wo der Gegner ist. Der Gegner bewegt sich auch nicht mehr. Da unten ist doch der Gegner. Der hat sich da gerade in den Box gebaut, oder nicht? Oh, das ist ein Bot. Nee, den darfst du auf jeden Fall nicht anschießen. Gute Entscheidung. Er schießt ihn aber an. Einfach einen One-Pump. Und ich glaube, das macht er jetzt gleich mit dem Gegner auch. Digga. Die Gegner haben komplett keine Chance gegen den. Und da war noch ein zweiter. Wenn er den jetzt holt, dann hat er die 5 Kills. Oh no. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Nee, er hat kein Schild. Er hat kein Schild. Das ist das Problem. Er hielt sich aber nochmal full. Okay. Metz hat er auch noch genug. Ist ein Aura-Skin. Oh. Digga, er trifft ja komplett die Headshots. Der ist komplett low. Ich glaube, wir haben hier einen Pro-Spieler. Oh nein, der holt sich die V-Bucks mit nach Hause. Bin ich euch ehrlich, zieht euch das mal rein. Habt ihr gesehen, was er da gerade gemacht hat? Digga, WTF. Er weiß aber nicht, wo der Aura-Skin ist. Das weiß er auf jeden Fall nicht. Okay, ich bin gespannt, Leute. Versteckt sich hier hinter der Statue? Nee. Oh, er ist abgehauen. Mit dem 3D-Manöver. Oh, er darf jetzt nicht gehittet werden, weil er ist ziemlich low. Okay. Glück gehabt. Versucht erstmal eine No-Scope. Und dann macht er den letzten entscheidenden Schuss.
mit der Pump. Und wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, sollte er die 5 Kills schon in der Tasche haben, oder? Ja, die 5 Kills sind drin. Jetzt muss er halt nur noch den epischen holen. Komischerweise leben auch nur noch 25 Spieler. Was ist denn da los? Wir sind ja fast im Endfight. Okay, er geht hier sich noch ein Laserschwert holen. Die Fähigkeit von dem Laserschwert ist auf jeden Fall ultra krank. Also die ist auch viel zu OP, bin ich euch ehrlich, Leute. Okay, Digga, zieht ihn euch mal rein, Digga, was er da macht, Alter. Er macht ja richtig die Show. Holy moly, Digga. Sein Loot ist jetzt nicht ganz so gut. Er hat zwar 2 mythische Waffen, 3D-Manöver und das Laserschwert, aber die Pump und die SMG, die gehen natürlich besser. In Anvil Square wird keiner mehr sein. Da ist nur ein Bot, habe ich gerade gesehen. Die nerven mich so sehr. Die haben ja auch komplett Aimbot. Und die schießen manchmal über 30 Meter Entfernung. Da kommt jemand. Oh, da kommt jemand mit dem 3D-Manöver. Er ist down. Oh, no. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Er hat so gut gespielt und wurde von ihm geholt mit dem 3D-Manöver. Okay, der nächste Kandidat ist am Start und kann sich die V-Bucks mit nach Hause holen. Woher hat er diese Waffe? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Woher bekommt man diese, wie heißt die? Flintknock? Ich glaube schon. Die kann dich ja so nach vorne boosten oder nach oben boosten, je nachdem, wo man hinzielt. Und er holt sich jetzt auch das Laserschwert mit der dunklen Macht. Ist sehr beliebt, Leute. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ob er ein guter Spieler ist. Er macht auf jeden Fall nicht so viel Show. Holt er sich die 2800 V-Bucks mit nach Hause. Wir wissen natürlich jetzt nicht, ob er schon die 5 Kills hat. Das muss ich dann im Wiederholungsmodus checken. Und sag mir nicht, du campst jetzt, Bro. Bro, nein. Nicht campen, Bro. Bro, wir wollen hier ein bisschen Show. Digga, stellt euch vor, er campt jetzt bis zum Ende und holt den epischen Sieg. Und hat einfach nichts gemacht. Das wäre es dann komplett gewesen, Leute. Wie lange will er jetzt da chillen? Und da ist auch schon wieder da, aber einen Schluck Wasser gönne ich mir trotzdem. Da war doch gerade ein Gegner, oder nicht? Egal, keine Ahnung. 14 Spieler sind noch am Leben. Stimmt, Metz hat er nicht so viel. Oh, das arme Chicken. Das arme Chicken tut mir leid. Zählt natürlich nicht als Kill, auch wenn es ein cooler Kill war. Doch, da war ein Gegner. Ich wusste es. Er wird nicht von dem Bot geholt. Er wurde fast von einem Bot hops genommen. Mit 2 HP hat er überlebt. Das war sehr, sehr viel Glück, Leute. Bin ich euch ehrlich? Und da kommt, glaube ich, der nächste Gegner. 11 Spieler sind noch am Leben. Wer wird den Sieg mit nach Hause holen? Das Ganze geht natürlich nur bis zu den Top 10. Und wir sind gleich in den Top 10. Und dann hat keiner mehr die Chance, die V-Bucks zu gewinnen. Alter, die Runde war ja ziemlich kurz, Leute. Und er ist wieder AFK. Ich weiß nicht, was er macht. Ich habe echt keinen Plan. Aber streng dich doch mal an. Okay, Loot Island ist gespawnt. Und da hinten fighten Leute. Er gönnt sich jetzt gerade die Realitätserweiterung. Wenn er jetzt den epischen holt, das wäre krass. Okay, da vorne ist ein Gegner. Kommt mit dem 3D-Manöver. Den muss er jetzt holen. Ah. Ah, nein. Ah, nein. Er wird hops genommen. Er wird hops genommen. Sowas von hops genommen. Oh, no. Leute. Digga, warte mal, der sieht richtig gut aus. Warte mal. Ich habe ja eigentlich gesagt, das Ganze geht nur bis zu den Top 10, ne? Und dann schauen wir keinem Gegner zu. Der hat gerade in einer Sekunde 2 Kills gemacht. Und es leben noch 4 Gegner. Das heißt, er könnte die Kills noch machen. Was für nur bis zu den Top 10? Und der hat die mythische Pump, lila SMG, 3000 Mets. Ich glaube, dieses Gameplay könnte jetzt noch krass werden und deswegen lief ich jetzt auch nicht, weil dem würde ich es auf jeden Fall gönnen, was er da gerade rausgehauen hat. Okay, das ging fast in die Hose. Okay, okay, Leute, ich nehme alles wieder zurück. Er muss sich den Slurp gönnen, nimmt sich jetzt noch die Splashies mit. Der da oben hat halt den größten Highground. Er muss ins Rift gehen, macht er auch, let's go. Und der campt jetzt wahrscheinlich auf dem Dach. Nee, tut er nicht. Hat sich da den Loot geholt. Oh nein, er trifft keinen Schuss. Das war gerade richtig schlecht. Was macht er da mit dem 3D-Manöver? Okay.
Er spielt sehr gut. Also sein Aim ist da, wenn er nicht failt. Oh mein Gott, 3 Kills. 3 Kills. Als ob er doch jetzt im Endgame hier die Voraussetzung holt. Er muss nur noch 2 Kills machen. Also das könnte wirklich ein Unreal-Spieler sein. Er wird sich jetzt noch die letzten Kills holen. Safe Call. Die Zone kommt, er muss runtergehen. Aufs Jump-Pad am besten. Er schaut jetzt am besten noch hier, wo Gegner sind, findet aber keine. Und geht jetzt in die Zone. Hinter ihm ist jemand geriftet und er wurde gerade gesniped. Okay, da ist ein Gegner in der Luft. Er hat sogar eine Krone. In der letzten Runde hat er einen epischen geholt. Digga, was schaue ich hier gerade? Was schaue ich mir hier gerade an? Okay, jetzt ist vorbei. Oh mein Gott, Digga, meine Augen kommen nicht mal mit. Er macht das richtig gut. Aber wenn er jetzt noch einen Headshot kassiert... Er macht das richtig gut, Leute. Okay, der gönnt sich jetzt da die Minis. Nur noch 1 Kill braucht er. Noch 1 Kill braucht er. Und dann muss ich ihn adden. Ja, den Kill holt er sich noch. Ja. Digga, was ist das? Okay. Also er hätte gerade einfach alles verloren. Wegen einem Snipe. Also die Unreal-Lobbys, die werden komplett so aussehen. Er darf sich jetzt nicht runterschießen lassen. Holt sich hier jetzt noch den letzten Kill. Er weiß, dass der Spieler nicht so gut ist. Ist nur ein Chicken. Ein Chicken. Aber er trifft nichts. Er darf jetzt nicht nachlassen. Er muss den Kill jetzt noch holen und den epischen. Okay, der haut ab. Der haut ab. Digga, er ist so low. Lass dich nicht snipen, Bro. Lass dich nicht snipen. Okay, den hat er safe. Wenn er jetzt keinen Fehler macht, hat er ihn. Er hat ihn. Komm schon, hol ihn dir. Digga, wie schnell er baut, das ist halt schon krass. Die Zone kommt... No way. No way. Du musst in die Zone, Bro. Geh in die Zone. Digga, geh in die Zone, du hast kein Leben mehr, Bro. Okay, gute Entscheidung. Chicken ist auch in die Zone gegangen. Chicken will ihm snipen. Warum hielt er sich nicht? Er holt den Kill, ohne sich zu healen. Der andere weiß aber jetzt, dass er low ist. Er ist gerade aus der Zone gekommen. Er muss sich jetzt noch den 2. Mini geben. Vielleicht hatte Chicken ein bisschen Heal. Wir wissen es nicht. Hatte Chicken Heal? Nee, aber die Katana. Nimm die Katana mit. Er überlegt sich's. Nimmt sie aber nicht mit. Okay. Er hat genau 91 HP. Ist komplett One-Shot. Ich weiß nicht, ob er den Epischen holt. Wenn er den Epischen holt, hat er die V-Bucks safe. Der hat die V-Bucks safe. Okay. Er geht in die Zone. Ist auch sehr, sehr schlau. Ich würde mir an seiner Stelle auch erstmal Heal holen. Da ist ein Biggie. Da ist ein Biggie. Er muss sich den Biggie schnappen. Digga, lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Hol dir den Biggie da oben. Er pusht ihn. Er will den Kill. Das ist nur ein Bot gewesen. Das ist nur ein Bot gewesen. Alter, er hätte jetzt halt 50 Schild mehr gehabt. No way. Und hat sich von dem Bot ablenken lassen. Die Bots, die snipen auch richtig gut. Er hat Fallschaden geholt. Seine Katana war nicht aufgeladen. Digga, was macht er hier? Was macht der Typ? Er braucht Heal. Ich verstehe nicht, warum er sich nicht healt. Da lag einfach ein Biggie. Okay. Er will sich jetzt hier einen Slurpee gönnen. Und da muss irgendwo ein Gegner in der Nähe sein. Da war gerade so ein Ausrufezeichen. Zone ist da hinten. Wo ist der Gegner? Also der Gegner scheint nicht gut zu sein. Okay, er holt sich den Epischen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also er müsste ihn jetzt eigentlich pushen, weil er richtig wenig HP hat. 76 HP. Digga, er bleibt sogar stehen. Er macht nicht mal was. Oh nein. Das wird so knapp. Er will sich den Slurpee gönnen. Er will sich den Slurpee gönnen, der da rauskommt. Er schafft's aber nicht. Nee, er schafft's nicht. Oh no. Er holt sich den Slurpee. Er holt sich den Slurpee. Oh, war das knapp. Oh mein Gott. Das war so riskant. Aber so gut. Oh mein Gott, er ist jetzt wieder full. Er ist wieder full. Oh mein Gott, was hat er da getan? No way, er holt sich jetzt den Gegner safe. Ja, er wird sich ihn holen. Der Gegner ist nicht so gut. Das, Digga. Was war das denn? Hat er einen Lag gehabt? Er stand da gerade einfach nur da. Habt ihr das gesehen? Controller disconnected oder so?
Digga, er muss ihn doch jetzt pushen. Nein, 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 nein. Der andere Gegner hatte so gute Chancen. Digga, was geht da ab? Er hat ihn genoscoped! Was? Ja, Leute. Was soll ich euch sagen? Was war das denn? Ich sag's euch, das sind Unreal Lobbies. Leute, lasst ein Like da und ein Abo. Kuss geht raus, euer Flakes. Ciao. Was war das denn? Holy moly.